Casino. Denkt sich jedes Land, jedes Land ist ein Tisch im Casino. Oder so wie da herinnen. Jedes ist ein Land. Und auf jedem Tisch gibt es eigene Regeln. Eh logisch. Der eine heißt Blackjack, der andere, die Russen spielen Roulette zum Beispiel. Und so weiter. Jeder hat einen Tisch. Österreich ist auch ein Tisch, der heißt zum Beispiel Schnopsen. Das war gut. Österreich schnopst. Und das sind jetzt die Gambler. Verstehst? Wie heißen die alle? Zum Beispiel, diese Rollen im Casino, die der Mensch sie anlernen kann, nachdem er in der Schule war und alles gehört hat und gelernt hat. Er kann zum Beispiel zum normalen Personal kehren. Das Casino-Personal. Da gibt es einen Ausweis, bist du Personal. Das bist du von Haus aus quasi. Zuerst bist du Kind und dann wirst du Personal. Dann gibt es die Diener. Andere sagen Beamte dazu. Wobei keiner sagt, wo er herbeamt worden ist dafür. Die Gebeamten. Beamte, sagen andere. Danke. Warum sind die herbeamt, muss ich sagen, wenn dann sagt, er ist Beamter. Völker, du kannst einem Volk dazukehren, du kannst also ein Volks vertreten, kannst dich aufwählen lassen, bist Volksvertreter, Politiker, Minister, Ministrant, kommt auch da stehen. Es gibt Sitzende, Vorsitzende, Stehende, Vorstehende, Kinder, habe ich schon gesagt, Bürger und deren Meister, Hauptleute, Stühle gibt es. Ein Stuhl ist ganz was Wichtiges auf der Welt, eben zum Beispiel der Heilige Stuhl, Richterstuhl, Lehrstuhl, das sind alles Stühle. Stuhlgang, wenn du hingehst. Oberhäupter, Staatsoberhäupter, Sekretäre und es gibt Generalsekretäre. Und den Generalsekretär, wir konnten jetzt da über diese Berufsbezeichnungen eine Stunde lang reden, weil das einfach die ganze Zeit so immanent ist. Wenn wir nur darüber nachdenken, dass es diesen Stuhl gibt, den, sagen wir jetzt einmal den Heiligen Stuhl, dann ist die kleine Variante von einem Stuhl, wie nennt man die dann? Zum Beispiel Sessel oder Hocker. Aber da haben wir es eh schon. Sitzplatz. Genau, Sitzplatz. Sitzplatz. Es gibt Stühle und Sitze. Und je nach Hierarchie hast du entweder einen Sitz oder einen Stuhl. Was gibt es alles für Sitze? Zum Beispiel. Bitte, was für Sitze? Autositze, okay. B-Sitze, richtig. Regierungssitze. Wohnsitze. Vorsitze. Das sind lauter Sitze. Nur damit die Hierarchie einmal klar ist, ob es ein Sitz oder ein Stuhl ist. Es gibt ja nur einen Stand. Berufsstand. Dann bist du ein Stehender. Und hast einen Vorsteher. Und der Sitzende hat einen Vorsitzenden. Auf Ausländisch, auf Gescheit, heißt Vorsitzender wie? Präsident. Das heißt Vorsitzender auf Lateinisch. Präsident. Das ist die Welt. Aufteilt auf verschiedene Rollen, wir konnten es auch Casino UNO nennen. Die Frage ist nur, nach welchem System spielen wir eigentlich da der UNO?